Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut zu einem neuen Samstagspaziergang. Und wie ihr es gerade vielleicht schon im Intro gehört habt, wenn ich es im Intro drin gelassen habe, ist Felix auch wieder da. Er hat seinen Urlaub hinter sich gebracht, einen Haufen Quatsch gekauft für sein Auto, habe ich gehört. So sagte man mir. Man munkelt. Und ist wieder am Start und wir haben diese Woche jetzt wieder hinter uns gebracht. Maurice ist auch seit Mitte der Woche wieder da, was auch sehr erfreulich ist. Und ja, machen diesen Samstagspaziergang heute am Freitagabend, weil wir nämlich morgen schon gar nicht mehr da sind. Ich fahre morgen mit Benny zusammen an Nürburgring zu Time Attack. Also wenn einer von euch da aus der Ecke ist und Bock hat vorbeizukommen, das kostet glaube ich einen 10er Eintritt. Da ist auch noch ein Treffen mit bei und da sind Show- und Scheinpokale. Und ich habe mit Marco gestern telefoniert, da sollen wohl über 110 oder ungefähr 110 Autos diesmal mitfahren. Also die fahren da ja die European Masters, Dutch Masters und die German Masters. Das letzte Rennen, also das wird, glaube ich, eine sehr interessante Veranstaltung. Wenn ihr Bock habt, ne, für einen 10er kann man sich das mal geben. Dann kommt gerne vorbei, es wird Grand Prix-Strecke gefahren, logischerweise. Und das geht am Sonntag irgendwie schon um, ich glaube, um 10 Uhr oder um 8 Uhr oder so. Also ich weiß nicht, um 9 Uhr muss ich das erste Mal im Auto sitzen. Und dann geht das auch schon los. Also, kommen wir zur Woche. Wir waren, diese Woche war ich wieder sehr viel mit Henry unterwegs. Ich habe jetzt übrigens in 6 Wochen 9000 Kilometer auf das Ding aufgespurt oder knapp 9. Ich muss ganz dringend Montag bei der Versicherung anrufen, weil ich hatte von 10.000 Kilometer im Jahr bin ich ausgegangen. Das wird wohl nichts. Wir hatten ja einen Celsior hier, den haben wir zur Vollabnahme gebracht, das hat auch funktioniert. Da hatten wir noch ein paar andere Autos zur Vollabnahme, da gab es auch wieder, also bei uns, bei den Autos an sich nichts, aber bei der Zulassung dann nachher ein Drama, da will die Zulassungsstelle jetzt noch irgendwelche anderen Zettel und Daten und Einträge und sowas haben. Bisschen überflüssig, bisschen blöd, weil ja, Kunde wollte natürlich das Auto anmelden und ich meine, wir machen ja ein paar mehr Vollabnahmen jedes Jahr und die letzten, keine Ahnung, 150 Vollabnahmen wollte niemand diesen Zettel haben und jetzt wollen sie ihn auch immer haben. In der Regel, die es anscheinend schon seit 2019 gibt. So wurde es mir gesagt. Also seit 2019 muss wohl bei einer Vollabnahme, wenn ihr kriegt ja so einen Zettel von uns, das ist das Gutachten, und das gebt ihr bei der Zulassungsstelle ab und daraus wird euer Fahrzeugschein erstellt. Und diese 21er-Abnahme ist immer im Umfang einer Hauptuntersuchung. Soll heißen, alles, wenn das Auto die 21er geschafft hat, ist das quasi gleichbedeutend mit neuem TÜV. Deshalb macht unser Prüfer dann mal so ein Stempel drauf, da steht dann drauf, HU gültig bist und dann trägt er halt den jeweiligen Monat ein. Ja, den Damen und Herren auf der Zulassungsstelle in, ich keine Ahnung, Detmold, Paderborn, ich weiß nicht, irgendwo bei Bielefeld, hat das irgendwie nicht gereicht, die wollen das, wollen dann einen Extrazettel haben, dann wollen sie irgendwo noch das Erstzulassungsdatum haben, was sie eigentlich aus dem Exportzertifikat und so weiter. Keine Ahnung, irgendwie kocht da anscheinend jede Zulassungsstelle so ein bisschen ihr eigenes Süppchen und Leidtragender ist halt immer jetzt in diesem Fall jetzt der Kunde. So, wir haben jetzt unseren Prüfer geschrieben, der macht jetzt ein neues Gutachten fertig, schickt uns das zu und dann melden, wer kann das Auto anmelden, ist jetzt alles nichts Schlimmes, ist aber halt nervig. Dann haben wir S2000 diese Woche zum Lackierer gebracht. Das war ja wirklich ein interessantes Thema bei Insta und bei Facebook. Nein, er wird nicht pink, leider Gottes, sondern er kriegt seine ganz normale Originalfarbe, aber es wird das Bodykit ein bisschen instand gesetzt und so ein, zwei Stellen gemacht. Einfach so, dass er wieder vernünftig und schön aussieht. Wo wir gerade beim Thema Lackierer und Projekte und so sind. Eben gerade sind wir die Supra MK3 Spenderkarosse losgeworden, was eine ganz tolle Sache ist, weil wir jetzt endlich wieder hinten eine Bühne quasi einen Platz mehr frei haben. Dazu hat Nick, der Besitzer der Supra, auch gleich noch mein Forester mitgenommen, weil das jetzt sein Winterauto wird. Wir haben eben Reifen gekriegt, Winterreifen, also so ein Winterreifen 285, 30, 19, kann ich euch sagen, ist A, ganz schön teuer und das sind ganz schöne Trümmer. Also das ist ein Stapel vom Boden, der ist schon vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der ist schon hoch. Da kriegt man noch was für sein Geld. Da kriegt man für günstige. Naja. Ist ganz schön teuer. Auf der anderen Seite hat er mir gerade erzählt, was sein Papa für einen Satz Winterreifen bezahlen soll. Dafür kriegt man übrigens einen Forester mit Winterreifen. Aber das liegt vielleicht daran, dass der auch ein Lambo fährt. Dann haben wir ja hier vorne, da hinten steht der weiße Skyline, den wir jetzt auch schon hier seit Ewigkeiten in Bearbeitung haben. Der ist jetzt abgeschlossen. Der war jetzt beim TÜV, da ist alles eingetragen. Den haben wir jetzt wieder umkonfiguriert. So, da kommt jetzt nächste Woche Heiko nochmal vorbei, also unser Abstimmer, guckt da nochmal einmal drauf und dann kann der endlich zum Kunden, wo ich auch sehr froh drüber bin, aber naja, gut. Gut, den wir Weile haben, aber jetzt ist es so, wie der Umbau jetzt ist und dann auch mit den Eintragungen, die da gemacht worden sind, das ist schon geil, ist schon echt gut geworden. Was steht hier noch auf meiner schlauen Liste?
keine Ahnung. Anscheinend sind wir schon durch. Die Woche war ziemlich wühlig, wie gesagt, ich war viel unterwegs. Wir haben hier einige Sachen wieder fertig gemacht und abgeschlossen und so weiter und sind auch noch dabei. Wir gehen gleich einmal kurz in die Halle. Da steht nämlich eigentlich die Neuigkeit der Woche, wo wir eigentlich ein eigenes Video machen wollten. Aber Felix hat gerade gesagt, lass uns das so einfach mit einem Samstagsvideo machen, da gibt es auch was zu gucken. Das werden wir gleich tun. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, aktuell fällt der Yen. Heute ist er wieder ein bisschen gestiegen, aber so in den letzten fünf Tagen oder allgemein so in den letzten zwei, drei Monaten ist er gefallen. Das merkt man auch an den Auktionspreisen. Also klar ist jetzt irgendwie mit Gas und Preise und Strom und so weiter vielleicht nicht die idealste Zeit, um sich ein Auto zu kaufen. Aber wenn doch und wenn ihr irgendwie was aus Japan haben möchtet, dann ist das vielleicht jetzt gar kein so ganz schlechter Zeitpunkt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal rüber und gucken uns mal das an, was da noch steht. Los geht's. Weißer Skyline fertig. Jetzt noch einmal auf die Software gucken und dann kann er weg. Hier haben wir noch einen weißen Legacy Kombi, der wird gleich noch abgeholt, deshalb bin ich jetzt auch noch hier. Also eigentlich könnte ich quasi schon zu Hause sein, aber der Kunde kann leider erst um 8 Uhr hier sein. Dementsprechend warte ich jetzt noch gleich ein bisschen auf denjenigen, während Stifti schon zu Hause sitzt und irgendwelchen Blödsinn macht. Dann haben wir unseren grauen R33, da hatten wir ja schon erzählt, der hatte so einen kleinen Unfallschaden. Da haben wir jetzt vorne das alles noch ein bisschen, ja, also wir können daraus jetzt auch kein Nicht-Unfallauto machen, weil Unfall ist nun mal Unfall, aber das haben wir jetzt so ein bisschen, Maurice ein bisschen daran gearbeitet, dass es einfach ein bisschen vernünftiger aussieht, ein bisschen schöner ist. Da vorne ist im Moment ziemlich viel Platz und da steht unser H22 Civic, welcher jetzt diese Woche, beziehungsweise letztes Wochenende schon, und in dieser Woche noch zu Ende foliert wurde. Und den zeigen wir euch jetzt, weil das ist das Konzept und das echte seht ihr jetzt. So, unser H22 Coupé ist fertig foliert. Das hat ja hier unser Kunde Kilian gemacht, der mit dem Altezza und mit dem Honda E hat sich das Design ausgedacht, hat die Folie gedruckt und so weiter, alles fertig gemacht und das dann auch noch aufs Auto geklebt. Ich finde es ziemlich geil. Es ist richtig wild, es ist so ein bisschen richtig schön rennwagenmäßig, ganz dezent auch mit der 22 auf der Tür, damit auch jeder weiß, was los ist. Dazu haben wir jetzt noch das, was wir schon gesagt haben, im Motorraum so ein paar Sachen gedruckt. Können wir kurz reinkommen. Haben jetzt hier unser Ansaugrohr noch gepulvert und es gab noch eine neue Batterie und dann hatten wir hier so eine Problematik mit dem Spritschlauch, den haben wir jetzt auch vernünftig verlegt. Und ja, ich warte immer noch aufs Lenkgetriebe, das irgendwie eigentlich schon hier sein sollte, aber es leider noch nicht ist. Ich habe schon ein, zwei Anfragen für das Auto, ich habe aber leider immer noch keinen Preis. Also, er ist auch noch zu haben, aber ich kann euch noch nicht sagen, wo wir da jetzt am Ende bei rauskommen. Der soll jetzt als nächstes erstmal sein Lenkgetriebe kriegen, logischerweise. Dann geht es zum TÜV, dann geht es einmal eine frische HU, dann müssen wir die Abgasanlage noch eintragen lassen, dann wird er noch einmal poliert, also der Teil mit Lack wird noch mal einmal poliert und ich glaube, dann ist das auch echt ein witziges Auto. Und ansonsten seht ihr, haben wir hier ziemlich viel Platz. Da haben wir noch die MP3, hier stand bis vor zwei Stunden die andere MP3 bzw. die Karosse, wir haben jetzt noch die Türen und so, dabei wird dann noch die Fensterheber und Türverkleidung und so weiter übernehmen müssen. Und ansonsten ist es ziemlich luftig hier. Nee, auch mal schön. Deshalb werde ich mich jetzt auch von euch verabschieden, weil ich nämlich jetzt den Dienstplan für die nächste Woche schreiben muss, damit das hier alles wieder voll wird, weil mit so viel Platz kann ich nicht umgehen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Wie gesagt, wenn ihr aus der Ecke Nürburgring seid, kommt gerne vorbei und kommt uns besuchen und ansonsten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.